Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder die Feli und der Fabi und dieses Mal auch das Skeletti von Happy Hippocampus. Und wir wollen dir heute zeigen, wie du dir mit Hilfe der Schlüsselwortmethode verschiedene Knochen einprägen kannst, beziehungsweise dir auch Terminologie bzw. Fachbegriffe einprägen kannst. Genau. Und los geht's, würde ich sagen. Mit los geht's 10 Knochen haben wir uns mal überlegt für dich und dazu kleine Merkhilfe uns ausgedacht und die werden wir dir jetzt mitgeben in diesem Video. Ja, und wie funktioniert es prinzipiell mit der Schlüsselwortmethode? Im ersten Schritt wird der Fachbegriff in ein bildliches Wort umgewandelt, als zum Beispiel bei der Maxilla, beim Oberkieferknochen, könnten wir uns den Max vorstellen. Ja, du kannst dir zum Beispiel einen Max vorstellen, den du persönlich kennst. Und das ist dann unser bildlicher Begriff. Und in einem zweiten Schritt wird dieser bildliche Begriff jetzt mit der Bedeutung des Fachbegriffs verknüpft. Und die Bedeutung ist ja Oberkieferknochen. Und jetzt kannst du dir irgendwas Kurioses, Verrücktes, Emotionales ausdenken. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, wie der Max, den du vielleicht persönlich kennst, oder vielleicht auch der Max von Max und Moritz, den kannst du dir vorstellen, wie er seine Faust ballt und unserem Skelett die volle Kanne in den Oberkiefer donnert. Ja, du kannst es dir vielleicht auch bei dir selbst vorstellen, wie der Max dir selbst auf den Oberkiefer haut und stell dir vor, wie du die Schmerzen fühlst und genau, wie du das alles wirklich wahrnimmst. Es tut vielleicht auch maximal weh oder du hast demjenigen maximalen Schaden zugeführt und so weißt du auch, okay, Maxilla, Max. Genau, so haben wir uns schon mal den ersten Knochen gemerkt. Weiter geht's mit der Mandibula, dem Unterkieferknochen. Ja, das kann man vielleicht am Anfang ja auch manchmal ganz gern verwechseln. Was ist jetzt Maxilla, was ist die Mandibula? Und Mandibula klingt wie Mandel. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie unser Skelett einen ganz langen Bart trägt. Und huch, da sehen wir, da sind lauter Mandeln drin und kullern lauter, vielleicht gebrannte Mandeln sogar raus. Und stell dir vor, wie du diesen Duft von gebrannten Mandeln riechst. Und wir klauen uns da jetzt so ein paar Mandeln aus diesem Bart raus und essen die mal. Und ist noch ein bisschen dreckig. Uch, von, ja, der Bart, wer weiß, wann der zum letzten Mal geduscht hat. Okay, und so kannst du dir merken, durch diesen Bart, ja, der logischerweise am Unterkiefer hängt, und die ganzen Mandeln, durch die ganzen Mandeln da drin, dass der Unterkieferknochen die Mandibula ist. Also du siehst schon, je verrückter, je emotionaler, je mehr Sinne du damit reinbringst, umso merkwürdiger ist es dann letztendlich auch und so besser können wir das allgemein beim Lernen dann besser abspeichern. Okay, dann weiter geht's zum Beispiel mit dem Sternum. Das Sternum, da könnten wir mal überlegen, vielleicht fällt dir auch schon ein Bild dazu ein, Sternum wie Stern. Vielleicht stellst du dir vor, wie hier aus diesem Skelett dir entgegen lauter Sterne fliegen. Oder vielleicht explodiert das Sternum und es fliegen lauter Sterne raus. Okay, dann weiter geht's. Zum Beispiel mit den Rippen, den Coste oder eine Rippe Costa. Und du kennst vielleicht Spare Ribs und die schmecken lecker und du möchtest die natürlich kosten und beißt hier in ein Skelett rein oder vielleicht in den Menschen hier in die Rippen. Und so teure Spare Ribs, die kosten natürlich ordentlich und sind teuer, also Coste. Die Rippen. Und weiter geht's mit der Clavicula. Genau, bei der Clavicula könntest du dir vielleicht ein Klavier vorstellen oder wie du da vielleicht dran sitzt und Klavier spielst und wenn du da drauf drückst, kommen lauter Klaviertöne. Genau. Als nächstes schauen wir uns mal die Scapula an, das Schulterblatt. Und Scapula, das Carp in Scapula klingt so ähnlich wie Kapitän. Ja? Scapula, Kapitän. Und auch in unseren Merkvideos steht auch immer ein Kapitän für den Begriff Scapula oder Scapularis. Falls du die noch nicht kennst, schau gerne mal auf happyhippocampus.com vorbei. Da haben wir ein Lernpaket für dich, wo wir geniale Gedächtnispaläste für dich gebaut haben, vor allem zum biochemischen Lernstoff und auch zu einzelnen Anatomie-Themen. Also können wir dir wirklich empfehlen. Ist sehr beliebt und genau, dadurch kannst du dir die Lerninhalte einfach viel schneller merken. Genau, und wir merken uns das jetzt. Den Kapitän können wir uns jetzt vorstellen, wie er hier hinten auf der Scapula vielleicht segelt. Ja, die Scapula können wir uns vorstellen, die sieht ja vielleicht sogar aus wie so ein Segel. Und da kannst du dir vorstellen, da sitzt oben der Kapitän und winkt dir zu von seinem Segelschiff und segelt mit der Scapula davon. Prinzipiell noch ein kleiner Tipp, wichtig auch, stell dir das wirklich vor und visualisier das, weil dann kannst du es auch viel, viel länger dir noch ja, abspeichern, weil wenn du das einmal richtig emotional vorm geistigen Auge vorgestellt hast, bleibt es dann viel länger hängen. Okay, dann weiter geht's mit dem Oberarmknochen, dem Humerus.
Also der Humerus, vielleicht ahnst du schon, welches Bild man sich da überlegen könnte. Humerus wie Hummer. Und du stellst dir vor, wie vielleicht in dein Oberarmknochen ein großer, fetter Hummer reinbeißt und das Blut spritzt. Du merkst auch wieder die Schmerzen und es ist total brutal. Und du kannst dir vorstellen, wie eben hier oben der Hummer zappelt. So weißt du eben, dass der Oberarmknochen Humerus heißt. Genau, weiter geht's mit den Unterarmknochen. Die bringt man ja vielleicht auch mal durcheinander. Was ist da jetzt was? Fangen wir mal an mit der Ulna. Ja, die Ulna, die bildet ja dann auch den Ellenbogen. Dieser Knochen hier, ich hoffe, du erkennst es gut. Und Ulna, für diesen Begriff steht in unseren Merkvideos immer der Bulle. Ulna, Bulle. Also da stecken ähnliche Silben drin. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie hier dieser Unterarmknochen mit dem Ellbogen hier, der sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Knüppel. Ja? Und dann kannst du dir vorstellen, wie diese Elle der Knüppel von dem Bullen ist. Und dann kannst du dir das wieder herleiten, indem du dir diesen Knochen anschaust, ja, und siehst, ah ja, dieser Ellenbogen stimmt. Das sieht irgendwie aus wie so ein Knüppel von einem Bullen. Und dadurch kommst du wieder drauf, ah ja, der Bulle steht ja für Ulna. Ja. Und so kannst du dir eben merken, dass dieser Unterarmknochen die Ulna sein muss. Weiter geht's mit dem Radius. Ja. Vorweg, wie kannst du dir merken, auf welcher Seite jetzt der Radius, auf welcher Seite die Ulna ist? Da habe ich dir auch jetzt schon mal in einem anderen Video mitgegeben, dass du dir das so merken kannst, dass der Radius da sein muss, wo der Daumen ist. Ist ja ganz logisch. In beiden ist ein D drin. Ist natürlich einfach hergeholt, aber es ist eine Pseudologik, die dir helfen kann, dir zu merken, ah ja, der Radius ist immer auf der Seite, wo der Daumen ist. So, und wie merkst du dir jetzt den Begriff, also dass dieser Knochen hier der Radius ist? Bei uns in unseren Videos steht immer ein Einrad, beziehungsweise ein Fahrer auf einem Einrad für Radius oder Radialis. Jetzt stell dir einfach vor, wie hier ein Einradfahrer entlang düst und immer schneller wird und immer schneller wird und den Radius wie eine Schanze nimmt und irgendwo hinfliegt, wir wissen es nicht, und dann kracht er irgendwo auf dem Boden zusammen. Genau, so kannst du dir merken, dieser Knochen muss der Radius sein, weil er auch so aussieht wie so eine Schanze. Genau, und als letztes noch die Wirbelsäule bzw. die einzelnen Wirbelknochen. Die heißen ja Vertebrae oder ein Wirbel Vertebra. Und da kannst du jetzt selbst für dich mal überlegen, ob du dir auch wieder ein Bild vielleicht vorstellen kannst oder der dir in den Sinn kommt. Wir können zum Beispiel einen Werter uns vorstellen, Vertebrae wie Werter, der vielleicht unsere Wirbel und unser Knochenmark beschützt, weil es natürlich wertvoll ist, unser Rückenmark. Und so kannst du dir also merken, dass der Werter für Vertebrae steht und somit die Wirbel Vertebrae heißt. So, das Ganze waren jetzt ein paar einfachere, kleinere Beispiele, wie du dir eben mit der Schlüsselwortmethode Knochen merken kannst. Das Ganze kannst du dir jetzt selbst mal für dich weiterhin ausprobieren. Du kannst dir zum einen die anderen Knochen einprägen mit dieser Methode oder zum Beispiel du gehst her und merkst dir auch mal die ganzen Schädelknochen. Zum Beispiel das Os occipitale. Hier kannst du dir zum Beispiel vorstellen, wie dir ein Ochse hinten den Kopf einrennt und so kannst du dir den Hinterhauptsknochen merken mit dem Ochse, der dir da dagegen rennt, dass der Hinterhauptsknochen Os occipitale heißt. Und so kannst du es dann für alle weiteren Knochen zum Beispiel am Schädel machen und kannst es einfach mal für dich ausprobieren. Und du kannst diese Methode aber auch nehmen für die ganzen Tuberkula und für die ganzen Knochenfortsätze und was man sich da nicht alles merken muss in Anatomie. Und auch für jegliche anderen Fachbegriffe, die du dir merken musst, auch in anderen Fächern, auch später dann in der Klinik, da ist diese Methode einfach super. Ja, und lass uns gerne wissen, wie dir solche Videos gefallen haben. Wir wollen in Zukunft auch noch weitere Videos zu den Muskeln machen. Gib uns auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, wenn dir solche Videos gefallen. Dann wissen wir, das kommt bei euch oder bei dir gut an. Dann machen wir auf jeden Fall in die Richtung noch weitere Videos. Und falls du es sowieso noch nicht gemacht hast, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere das Glöckchen, dann bekommst du immer Bescheid, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Ja, in diesem Sinne wünschen wir dir noch ganz viel Spaß und Erfolg beim Lernen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und so kannst du dir quasi merken, dass der Werter für Vertebrae steht.